Gute YouTube, herzlich willkommen zu unserer kleinen Roomtour von unserem T5 Bulli Bruno. Zugegebenermaßen ist das jetzt schon der dritte Anlauf. Beim letzten Mal hat es geschüttet wie aus Eimern, dann musste Maria kurzfristig weg und jetzt mache ich das Video alleine. Wenn euch interessiert, wie wir unseren Bus ausgebaut haben und was wir alles verändert haben, dann bleibt dran, bis gleich. Schnell ein paar technische Fakten. Unser T5 ist Baujahr 2005, hat die robuste 1,9 Liter Maschine drin, 5-Gang-Getriebe, kurzer Radstand, 105 PS und gerade 230.000 Kilometer gelaufen. Wir haben technisch eine ganze Menge an dem Fahrzeug machen müssen. Der war ganz schön runtergerockt. Da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein, weil das immer individuell auf das Fahrzeug ankommt, wenn ihr euch für ein Fahrzeug in der Klasse interessiert. Wir haben aber ein paar Kunststoffteile ausgetauscht und welche das waren, das zeige ich euch jetzt schnell. Relativ markant sind die neuen Schiebefenster. Die haben wir rechts und links. Dann gab es beidseitig die Facelift-Rückspiegel. Wir haben die Felgen lackiert und es gab neue Radnabenkappen. Kotflügel vorne und hinten wurden gefärbt und nicht lackiert. Wir haben eine CEE-Außensteckdose nachgerüstet. Dann gab es einen neuen Eintrittschutz für hinten. Relativ markant ist unser Dachgepäckträger. Der war eigentlich mal ursprünglich für einen langen Radstand. Den haben wir gekürzt und wieder miteinander verbunden. Dann hat er eine Siebdruckplatte als Terrasse bekommen und noch einen Zusatzkoffer obendrauf, wo unser Bordwerkzeug drin ist. Dann nochmal vielen Dank an Lemmy fürs Verkuppeln und Zusammenklöppeln. Neben der Batterieabdeckung, die sich der TÜV-Prüfer gewünscht hat, haben wir dann auch noch Windabweiser rechts und links. Bruno war ein klassischer Handwerkerwagen. Der Innenraum war nicht immer gepflegt und somit mussten wir im Innenraum auch einiges austauschen. Das waren die Türgriffschalen, die Abdeckung für die fehlenden Schalter, die Sonnenblendenhalter, den Schaltsack und Schaltknauf, die Abdeckung für die Handbremse und ein Ablagefach für den freien Platz unter dem Autoradio. Wir haben zwei Markisen, eine kleine rote, die eher ein Sonnensegel ist, die war so fertig konfektioniert und gekauft. Und dann haben wir aus einem Tarp noch eine größere Markise gebaut, die wir auch als Sonnenschutz und als Regenschutz für den Eingang benutzen. Jetzt kommen wir zum Innenraum. Das erste, was wir gemacht haben, ist die Trennwand, die hinter der ersten Sitzreihe war, entfernt und die Doppelsitzbank gegen einen Einzelsitz ausgetauscht. Der Einzelsitz hat von uns eine Drehkonsole bekommen. Jetzt etwas, wo uns die meisten Fragen zu erreichen. Wir mussten eine Sitzbank hinten im Fahrgastraum nachrüsten, weil wir zu viert mit Hund unterwegs sind. Diese Sitzbank ist eingetragen und TÜV abgenommen. Wir haben eine Originalsitzbank von VW genommen. Wir haben die Originalhaltepunkte von VW genommen und Originalgurtrollen. Die Originalgegenplatten sind verwendet. Sogar die Originalnieten haben wir benutzt. Das ist so alles eingetragen. Werden wir häufig gefragt, wie wir das gemacht haben. Leider haben wir versäumt, davon ein Video zu drehen. Aber Fragen immer wieder gerne unten in die Kommentare oder schaut auch mal im TX-Board vorbei. Das ist die Quelle für alles rund um T1 bis 6. Dann haben wir den Fahrzeuginnenraum gedämmt. Unter der Bodenplatte mit nur 6 mm, weil wir nicht so hoch kommen durften wegen der Sitzbank. Das restliche Fahrzeug mit 19 mm Armaflex. Lasst uns kurz über die Elektrik sprechen. Wir haben eine 120 Ampere-Stunden Zweitbatterie verbaut. Die befindet sich hier unter dem Bett. Diese wird nur über das Schaltrelais geladen. Und da haben wir dann noch einen zusätzlichen Schalter verbaut, damit wir bestimmen können, wann sie geladen wird und wann nicht. Wir haben bei Hizis eine Autotherm-Standheizung gekauft. Die wird unter dem Fahrzeug montiert und die Luftdurchführung kommt durch die B-Säule, sodass im Innenraum einfach kein Platz verschwendet wird, der hier eh schon viel zu gering ist. Das war es auch schon fast mit der Elektrik. Wir haben hier für den Innenraum noch einen kleinen Lichtschalter, der unsere vier LEDs befeuert. Es gibt ein
klassischen Zigarettenanzünder, Stecker für die Kühlbox, die noch bald folgt, mehrere USB-Steckdosen und das Schaltpanel für die Standheizung. Ach, und was auch nicht fehlen darf, ist die Lichterkette. Die ist obligatorisch im Vanlife. Ja, der hintere Bereich ist jetzt nicht voll mit Innovation, genauso wie der Rest des Fahrzeugs. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass wir den kompletten Innenausbau tatsächlich aus Müll und Reststücken zusammengezimmert haben. Das heißt, wir haben die Sachen geschenkt bekommen, beziehungsweise hatten die selber noch irgendwo rumliegen und haben damit die kompletten Holzarbeiten gemacht. Ausgenommen davon ist die Seitenverkleidung. Wir haben hinten unter der Betthälfte einen relativ großen Stauraum. Da ist auch die Zweitbatterie untergebracht. Mehrere kleine Staufächer rechts und links für Tarp, Campingklamotten und so weiter. Und die Außenküche. Zu der kommen wir jetzt. Ja, unsere Außenküche besteht eigentlich nur aus einem handelsüblichen Baumarkt-Alukoffer. Da haben wir eine 12 mm Multiplex eingelassen, den vorschriftsmäßig und vorgeschriebenen die Kochstelle. Und es muss eine Herdplatte sein und kein Gaskocher, zumindest bei uns war das so. Und wir haben noch ein faltbares Spülbecken. Das lässt sich relativ einfach rausnehmen und aufpoppen, ist also auch so platzsparend. Unter dem Spülbecken befindet sich dann Stauraum für Kocher, Töpfe und alles, was man so in der Küche braucht. Und unsere Lebensmittel, da kann man dann unten durchgreifen, befinden sich hier unter der Herdplatte. Die Induktionsplatten befeuern wir mit Landstrom. Der Landstrom kommt über die CEE-Dose in das Fahrzeug, ist dort abgesichert mit zwei FI-Schutzschaltern und landet dann hier in einer spritzschutzgeschützten Schuko-Dose. Benutzen wir allerdings nur auf Campingplätzen oder wenn wir bei Freunden stehen. Ansonsten kochen wir mit dem Gaskocher. Die Schublade der Küchenbox trägt 120 Kilo. Da sind Schwerlastauszüge verbaut und hinter der Küche verstaut ist dann auch unser Frischwassertank. Abwasser- oder Grauwassertank haben wir nicht. 20 Liter haben wir immer dabei. Da ist dann demnächst mal geplant, dass wir einen Schlauch legen mit einer Tauchpumpe, damit wir den nicht immer so fummelig da hinten rauspopeln müssen. Da sind wir jetzt schon fast durch mit der Roomtour. Jetzt aber das Wichtigste, wie schlafen wir in dem Bus und zwar zu viert. Wir nutzen die komplette Busbreite als Schlafplatz. Das geht noch. Die Kinder sind noch relativ klein. Später wäre dann eventuell ein Dachzelt oder ein großer Traum, natürlich ein Aufstelldach drin, was wir dann nachrüsten müssen. Jetzt zeige ich euch erstmal, warum dieses Teil hier so unglaublich wichtig ist. Das hält nämlich unser Bett zusammen. Es ist ein bisschen fummelig, gerade bei schlechtem Wetter und wenn man wenig Platz im Fahrzeug hat, aber es ist machbar und es funktioniert. Ja, das war's. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Es dauert ein paar Sekunden, bis man es zusammengebaut hat. Gut ist, wenn man Platz hat im Auto und nicht so viel Gepäck. Verdunkeln können wir das Fahrzeug auch. Die Matratze, auf der wir schlafen, ist eine selbst zurechtgeschnittene, ganz normale Bettmatratze. Und jetzt zeige ich euch noch kurz die Vorhänge. So sieht das Verdunkeln aus. Maria hat die Vorhänge aus Jersey genäht. Zwei verschiedene Stoffe übereinander, hat ein kleines Magnetband mit eingearbeitet. Mittlerweile sind die Jerseys ein bisschen ausgeleiert, das heißt, sie passen nicht mehr so geil wie am Anfang. Jetzt verstärke ich das noch mit zusätzlichen Magneten, die in so einem Auto immer wichtig sind, aber es funktioniert. Es ist im Wagen auch wirklich dunkel, wenn die Vorhänge hinten zu sind und der vorne. Jetzt müssen wir uns nur noch was für die Seitenscheiben einfallen lassen. Da haben wir noch keine Lösung, da fällt uns aber garantiert was ein. Und außerdem sind die so gut abgedunkelt, dass man von außen gar nicht ins Auto reingucken kann. Und hier ganz schnell eine Stimme aus dem Off. Ich habe am Drehtag total vergessen, dass wir ja auch einen Tisch im Fahrzeug haben. Der ist wichtig für die Wohnmobilzulassung.
Die Tischplatte besteht aus der Rückwand unseres Stauraums und wird mit einem Seil oben im Himmel des Busses festgemacht. So, das war sie, unsere kleine Roomtour durch unsere Ausbauphase 09 von unserem Pruno-Bus. Warum 09? Ja, das Fahrzeug ist sehr zusammengestückelt, es ist alles sehr viel improvisiert. Wir haben den Ausbau mit vorhandenem Holz gemacht, das heißt, wir konnten nicht einfach planen, wie wir wollen, dann das Holz zuschneiden und uns das schön zurechtklöppeln, sondern wir mussten mit dem vorhandenen Material arbeiten und gucken, wie wir damit zurechtkommen. Ausbaustufe 1 deswegen, weil wir jetzt am Ende der Saison den Wagen komplett zerlegen, den Innenraum, und noch einmal komplett neu aufbauen. Diesmal mit ein bisschen mehr Zeit, ohne Druck, mit ein bisschen Budget, was wir noch reinstecken. Und dann werden wir den uns so schustern, wie wir ihn gerne hätten. Was hättet ihr anders gemacht? Was würdet ihr besser machen? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Gerne auch konstruktive Kritik, da freuen wir uns drüber. Lasst mal ein Herzchen bzw. ein Like da und abonniert doch mal unseren Kanal, da wird sich eine ganze Menge tun. Jetzt noch 2-3 Impressionen mit ein bisschen Musik und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, schöne Woche. Gude! Mann, was ist denn hier los? Die LEDs im Innenraum, oh, das ist aber krass, Alter. Flieger! Und können den Herd benutzen, wir machen es aber eigentlich immer mit dem Gasherd. Nee. Wir machen es nicht mit dem Gasherd. Wir kochen mit dem Gasherd.